Es ist mal wieder The Last of Us Zeit. Die vierte Folge ist bereits erschienen. Ich habe sie mir angeguckt und über diese werde ich heute reden. Und zur fünften Folge gibt es heute auch ein paar Informationen. Das heißt, bleibt gerne dran, damit ihr nichts verpasst. Und ich heiße euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Wenn euch Reviews dieser Art bzw. das Thema Film, Serien, Fernsehen interessiert, dann schaut euch doch gerne mal auf diesem Kanal um. Vielleicht findet ihr etwas und lasst doch liebend gerne ein Abo da, wenn euch das Video am Ende gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Ja, The Last of Us Episode 4 ist rausgekommen und was soll ich erstmal sagen? Holy shit. Also so cool oder so gut, wie ich persönlich die dritte Folge eigentlich fand, so hart hat die vierte Folge einen Uppercut in die Fresse der dritten Folge gegeben. Straight up. Aber um diese Folge geht's gleich erstmal, denn ich habe vorab eine Information, die vielleicht viele von euch interessiert und vielleicht auch viele noch gar nicht mitbekommen haben. Denn Folge 5 der Serie The Last of Us wird dieses Mal früher erscheinen. Und zwar wird sie am Freitag released. Soweit ich es rausgelesen habe, auf jeden Fall in Amerika am Freitag und spätestens gegen Samstag auch in Deutschland. Es kann aber auch sein, dass sie am Freitag auch schon erscheint, denn diese Folge würde sich Sonntag mit dem Super Bowl in Amerika schneiden und das wollten die amerikanischen Zuschauer, Sender, was weiß ich nicht. Deswegen wird Folge 5 am Freitag bzw. am Samstag erscheinen. Ich habe nicht hundertprozentig rausgelesen, wann sie in Deutschland kommt, aber ich gehe stark auch von Freitag aus. Ansonsten, auf jeden Fall, sie kommt früher. Das wäre aber doch die letzte Episode vorerst, die dann früher erscheinen wird. Aber damit ihr das schon mal wisst, am Freitag kommt die neueste Folge raus, und zwar Folge 5. Das heißt, das Review könnte eventuell schon am Montag kommen. Vielleicht sogar früher, aber das entscheide ich spontan. Aber ich denke eher Montag oder Dienstag in diesem Fall. Kommen wir aber nun zu Folge 4. Und ja, so wenig vorantreibende Geschichte uns in der letzten Folge gezeigt wurde, so viel vorantreibende Geschichte haben wir in Folge 5 bekommen. Ja, Folge 5 war, wie ich es auch schon fast erwartet habe, eine sehr starke Ellie und Joel-Folge. Natürlich wird das jede Folge potenziell sein, aber es war halt eine Folge, in der die Beziehung ein bisschen mehr aufgebaut wurde. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich starten soll. Also abgesehen davon, dass es eine sehr schöne Folge, wie gesagt, in Bezug auf Beziehung Ellie-Joel war, war diese Folge auch sowas von spielegetreu. Das ist der Hammer. Es wurden wieder so viele Szenen 1:1 übernommen. Ob es das Schmuddelheftchen im Auto ist, was sich Ellie anguckt und aus dem Fenster wirft, quasi 1:1 der gleiche Dialog war. Das Buch mit den Flachwitzen oder die Falle, in die beiden getappt sind, das war alles quasi 1:1. Fange ich erstmal mit den Punkten an, die mich ein bisschen, ich nenne es mal, gestört haben. Es waren tatsächlich nicht viele. In Anführungsstrichen gestört hat mich die neue Antagonistin, Kathleen oder so heißt sie. Ich bin mir persönlich nicht sicher. Ich meine mal, sie gab es nicht in den Spielen. Diese Gruppe, der sie zugehörig ist oder potenziell die Anführerin ist, würde ich sagen, gab es ja in den Spielen. Beziehungsweise war es halt keine direkte Gruppierung, meine ich, sondern halt einfach nur Leute, die andere Leute überfallen. Ich finde es auf der einen Seite irgendwie komisch, dass jetzt einfach eine neue Schurkin mit reingebracht haben oder überhaupt einer schurkischen Gruppe quasi ein Gesicht gegeben haben. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch nicht mal schlecht, weil, wie wir jetzt schon erfahren haben, ist viel Plot oder Hintergrundgeschichte dadurch zu Henry und Sam geben wird. Denn am Ende dieser Folge haben wir genau diese zwei gesehen und wie gesagt, wir haben noch im Verlauf der Geschichte, dass gefragt wird, ja, wo er sein könnte und wo sich Henry aufhalten könnte, hin und her. Meine Vermutung für Folge 5 wird deshalb sein, es wird natürlich logischerweise sehr viel Henry und Sam Action geben und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Hinsicht auch ein paar Flashbacks geben wird. Nicht viele vielleicht, aber einfach entweder erzählen sie es vernünftig oder sie zeigen es halt, die Hintergrundgeschichte von den beiden und was sie genau mit dieser Gruppe und Kathleen oder wie sie genau hieß, zu tun haben. Das war so das eine Manko, was ich nicht so unbedingt krass gut fand, aber ich fand es halt so okay. Ich hätte es nicht gebraucht, aber wenn es da ist, why not? Der andere negative Punkt ist, und das ist vielleicht sogar ein für mich persönlich ein zu großer Punkt. Ich weiß nicht, wie ihr es genauso seht. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ellies erster menschlicher Mord oder überhaupt Mord. Im Spiel ist dieser Kill, den sie da macht, halt tatsächlich ein Kill. Und hier in der Serie ist es das nicht. Ich bin mir gerade nicht 100% sicher, aber ich glaube, im Spiel war es, hat sie diesen Typen getötet. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, weil ich habe das Spiel gerade nicht mehr so 100% vor Augen. Aber ich meine mal, sie hätte ihn getötet. Und in der Serie haben wir das halt nicht. Ich verstehe irgendwie schon, dass sie es so gemacht haben, weil ich könnte mir vorstellen, sie nehmen das als Aufbau, okay. Seid ihr auch schon erwähnt, ja, es war ja nicht ihr erster, also die erste Situation, in der sie so war, dass sie jemanden getötet hätte, was natürlich schon quasi diese leichte Andeutung zum DLC von The Last of Us war, mit Riley. Aber ich finde, sie hätten es irgendwie besser reinbringen können. Also ich fand dieses so, okay, nee, sie schießt ihn nur an. Bisschen lahm, vor allem, weil Joel halt dann die Drecksarbeit übernimmt und ihn ja wirklich von seinem Leid erlöst. Ich meine, Ellie hat ihn potenziell, so wie er es sich ausgerührt hat, halt mehr oder weniger querschnittsgelähmt. Er konnte ja anscheinend seine Beine nicht mehr bewegen, fühlen. War schon krass, aber ja, auf jeden Fall war das so der Punkt, der mich noch ein
bisschen genervt hat, aber wirklich nur minimal, um Gottes Willen. Das ist halt meckert auf sehr hohem Niveau. Aber kommen wir nun mal zu den Punkten, die ich sehr, sehr geil fand. Zum einen muss ich sagen, das Akkurate übernommene aus dem Spiel finde ich einfach jedes Mal wunderschön. Es macht einfach so Spaß. Weil wenn man das Spiel gespielt hat, ist es für einen so. Aber in manchen Momenten halt auch, siehe Henry und Sam, ist es so ein. Da haben vielleicht manche Leute, die dieses Spiel nicht gespielt haben, ein bisschen, haben dann einen größeren Plot-Twist als die, die es gespielt haben, muss man sagen. Aber am Ende ist das zum Beispiel was, was mir an der Serie super gut gefällt. Man kennt viele Szenen einfach aus dem Spiel und das ist einfach schön übernommen. Kommen wir nun auf Joel und Ellie im Spezifischen. Ich muss sagen, ich fand die ganze Folge über es so genial, wie langsam aber sicher dieses Stückchen für Stückchen diese Beziehung wirklich aufgewärmt ist. Anfang der Folge reden sie ein bisschen hin und her und sie reden über Familie und Ellie betitelt ja, und ich gehöre nicht zu deiner Familie, und Joel sagt so eiskalt, nein, du bist eine Fracht, ich liefere dich einfach nur aus. Das war ja schon quasi eine sehr, sehr kalte Reaktion in Bezug auf Ellie. Und wir merken, dass Ellie halt auch immer versucht, ein bisschen mehr an Joel ranzukommen in Bezug auf zum Beispiel dieses Flachwitzbuch, nenne ich es einfach mal, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es jetzt heißt, der Autor ist ja irgendwie gewissen bekannter oder so. Aber wir merken, dass Ellie immer ein Stückchen mehr auf Joel zugeht. Die redet mit ihm so, fragt ihn persönliche Dinge, redet auch ein bisschen über sich persönlich und. Wir merken auch in der Waldübernachtungsszene, dass Joel schon doch ein bisschen was auch an Ellie liegt. Ellie sagt, ja gut, aber hier wird uns ja keiner finden, und man merkt ihr an, dass sie schon ein bisschen Angst hat. Und das war halt der Moment, wo Joel mehr oder weniger halt von sich aus gesagt hat, okay, jetzt kann ich hier nicht schlafen, ich muss jetzt definitiv aufpassen, sie hat irgendwo recht und ich will natürlich auch nicht, dass ihr und natürlich auch ihm selbst irgendwas passiert. Dazu kommt, dass ich auch sehr, sehr schön finde, wie Joel Ellie halt auch vieles wirklich beibringt. Ellie stellt eine Frage, Joel versucht es ihr so gut es geht zu erklären oder zu sagen. Auch die Stelle mit dem Benzinabpumpen. Übrigens super genial, das erste Mal in einem Spiel oder einer Serie, in einer Apokalypsen-Serie, wo es um Benzin geht, wo gesagt wird, hey, Benzin ist nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr zu gebrauchen. Ich bin jetzt kein Profi. Er sagt ja so was von wegen, ja, es hat was mit dem Wasser zu tun, was verdampft oder irgendwie so, dass das Benzin nicht mehr so gut, also so lange hält. Heißt, eine Tankfüllung ist nicht mehr, hat nicht mehr die gleiche Reichweite wie früher. Da bin ich mir jetzt chemisch nicht 100% sicher, ob es einfach stimmt oder ob es ist, dass das Benzin einfach gar keine Wirkung mehr hat. Da bin ich überfragt, aber es wurde darauf angesprochen. Und vor allem merkt man, wie schlau Joel ist, im Gegensatz zu vielen anderen postapokalyptischen Hauptprotagonisten. Er saugt Benzin aus einem Auto, aber er saugt es nicht raus, sondern er nimmt einen zweiten Schlauch, pustet da rein, erzeugt ja so einen Unter- oder Überdruck und das Benzin läuft raus. Übel sympathische Situation, wie er das Ellie versucht zu erklären und sie halt so merkt, du weißt selber nicht, was du da gerade erzählst, oder? Auch über die ganze Folge hinweg ist es immer so, dass Joel halt viel Ellie erklärt. Spätestens nachdem sie den Typen da angeschossen hat, erklärt er ihr auch, wie das mit der Waffe hier so und so funktioniert das, nimm es mit beiden Händen. Und auch der Moment, wo er quasi zu ihr sagt, hier, ich find's nicht gut, dass du in dem Alter sowas machen musst. Das war sein Fehler, er hat da einfach nicht drauf aufgepasst, er hat's nicht gehört. Er wollte das nicht, es ist seine Schuld. Und man merkt, wie ihn schon Ellie auch emotional mitnimmt in dem Punkt, dass sie halt in so jungen Jahren schon so ein Leben leben muss. Sie sagt natürlich, dass es ja okay ist, es kennt ja nichts anderes mehr oder weniger und sie hat ja schon manche Dinge getan. Aber trotzdem merkt man, es geht auch wirklich Joel ans Mark, dass das halt so ist. Dann kommen wir zu mehr oder weniger einer der letzten Szenen mit den beiden, wie sie quasi in diesem Hotelzimmer sich hinlegen und Joel das Glas da ausschüttet und Ellie halt mit ihm redet und halt auch darauf anspielt, dass er so schlecht auf dem rechten Ohr hört. Wo ich jetzt überlege, war das in den Spielen ein Ding? Bin mir dann nämlich nicht mehr sicher. Auf jeden Fall fand ich einen coolen Punkt irgendwie, so eine Schwäche von Joel halt, die irgendwie interessant ist. Aber halt diese ganze Szene danach. Sie liegen da und Joel fragt ja Ellie so, ja, hier willst du darüber reden? Und sie so, nee, möchte sie nicht. Und er so, ja, musst du auch nicht, alles gut. Und Ellie dreht sich dann um und meint so wirklich so voll ernst, ja, hätte auch eine Frage. Dann stellt sie die Frage. Joel? Hm? Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers? Was? Tja, damit hat er nicht gerechnet. Das ist so dermaßen unwitzig. Du hast gelacht, du Pissvogel. Das habe ich nicht. Doch hast du. Und Joel hört ihn und fängt halt herzlich an zu lachen.
Die lachen sich dann da 2, 3 Sekunden lang wirklich kaputt und sind aber auch mit ihrem, was ich so geil finde, dieses Ellie ist halt ja hier wirklich jemand, die auch mal ein paar so, ne, Arschloch Du Pissvogel. und sowas sagt in der Richtung. Aber das halt irgendwie trotzdem sympathisch meint. Und das war einfach so cool, die zwei da wirklich das erste Mal richtig lachen zu sehen. Joel hat in der Folge sehr viel gelacht, auch über Sachen, die Ellie gemacht hat, sehr viel gegrinst. Was ich super gut fand, aber das war halt einfach die Krönung, weil das einfach so gezeigt hat, okay, das ist der Punkt, wo sie wirklich auch ein bisschen einen großen Schritt gemacht haben in Richtung Vater-Tochter-Beziehung, sage ich mal. Foreshadowing-mäßig wurde natürlich, hat ja Ellie gefragt, hier hörst du auch wirklich die Glassplitter? Und Joel sagt, ja klar, kein Problem. Und was ist passiert? Naja, jemand hat sich reingestichen. Ellie hat eine Waffe am Kopf und Joel dreht sich nach vorne und hat auch eine Waffe im Gesicht. Und ja, es sind Henry und Sam, zwei Charaktere, auf die wir quasi ja nur gewartet haben, weil wir wussten, sie werden kommen. Ich freue mich auf diese Charaktere, weil das halt auch eine sehr emotionale Geschichte beziehungsweise einen emotionalen Abschnitt in der Serie bedeutet, wenn sie es vor allem genauso gut umsetzen wie in den Spielen. So viel zum Joel-Ellie-Plot. Jetzt gehe ich noch ganz kurz drauf ein. Die neue Gruppierung hat ja in ihrer Hauptbasis oder irgendwo da ja im Keller so ein riesiges Loch, was da am, ich nenne es mal, Atmen ist. Ich bin ehrlich, ich habe nicht 100% Ahnung, was es ist. Es wird ja was mit dem Pilz zu tun haben. Meine Vermutung ist, entweder ein Bloater oder einfach ein riesengroßer Pilz. Aber ich kann es ehrlich nicht sagen, weil das wirkte halt anders als in den Spielen. Ich meine, sowas in den Spielen hätte es nicht gegeben. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber das war irgendwie so ein bisschen weird. Ach ja, und Catherine wird von der Schauspielerin von Rose aus Two and a Half Men gespielt. Ich weiß gerade ihren wirklichen Namen nicht, aber ich fand's lustig. Ich sehe sie so und ich höre die Synchronstimme von Rose und denke mir so, what the fuck happened here? War sehr, sehr lustig in dem Moment. Alles in allem muss ich persönlich sagen, ich fand es nicht die beste Folge bis jetzt, aber ich fand's auf jeden Fall, ich würde es auf den zweiten Platz stellen. Für mich ist Episode 2 die beste. Dann würde ich diese Episode setzen, wahrscheinlich relativ gleichgestellt mit Episode 1, weil die Pilotfolge halt meistens gut ist. Und dann würde ich Episode 3 dahinter stellen. Wenn ich dieser Folge eine Punktzahl geben müsste oder so, würde ich einfach sagen, ich denke, sie hätte so eine 8 bis 8,5, 9 von 10 würde ich vielleicht mal sagen. Sagen wir 8 von 10 Punkten. Denn was in dieser Folge für mich persönlich auch wieder gefehlt hat, waren halt die Infizierten. Und ich finde, da könnte es jetzt langsam nochmal Zeit werden, dass wir ein paar zu Gesicht bekommen. Maybe Spoiler Alert für Part 5. Wir kriegen auf jeden Fall in Bezug auf Henry und Sam Zombies zu sehen. Aber mir fehlt gerade was. So in der Episode 2 waren es halt sehr, sehr viele und halt auch neu, dass sie in so großen Horden auftreten und so. Und dieses ganze System mit dem, ja, der Pilz kommuniziert untereinander. Du trittst auf eine Rank und da versteht der oder da merkt der Pilz, okay, da ist was. Das ist bis jetzt halt noch nicht passiert. Gudrun hat erklärt, hier so weit draußen wären halt keine Infizierten, was auch relativ legitim irgendwie klingt. Aber ja, die fehlen mir momentan ein bisschen. Aber trotzdem muss ich sagen, ich fand die Episode sehr, sehr geil. Und wie gesagt, ich fand es war mir halt klar, dass für die nächste Folge quasi eine Charakterentwicklung zwischen Joel und Ellie vorkommen wird. Was ja auch der Fall dann war. Jetzt seid wieder ihr gefragt. Lasst mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, wie fandet ihr die Episode? Und habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen, was noch eigentlich erwähnenswert war? Wie gesagt, die Folge war unfassbar spielakkurat, was einfach genial war. Also wäre, finde ich, glaube ich, die akkurateste Folge bis jetzt, beziehungsweise die mit den meisten Spiele-Anspielungen. Spiele-Anspielungen, hört sich auch gut an. Und ja, was denkt ihr, was wird in der nächsten Folge passieren? Also meine Vermutung geht darauf, wir bekommen halt logischerweise mehr von Henry und Sam und wir werden einen kleinen Rückblick bekommen, gehe ich von aus. Denn den haben wir in dieser Folge gar nicht bekommen. Also wir hatten ja Zero Rückblickzeit. Deswegen glaube ich, könnte es in Folge 5 nochmal dazu kommen. Aber wie gesagt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht und was ihr denkt. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat, wie am Anfang schon erwähnt, lasst gerne ein Abo da, checkt den Kanal aus. Es gibt schon ein paar Recaps zu The Last of Us. In diesem Kanal wird momentan auch sehr häufig das Thema The Walking Dead thematisiert. Deswegen, falls ihr Zombie-Fans sowieso seid, checkt die Videos aus. Aber auch andere Film- und Serienvideos gibt es hier zu sehen. Deswegen, wie gesagt, schaut euch gerne mal um. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Und ich möchte jetzt noch nicht länger um den heißen Brei reden, denn das Video ist sonst wieder länger als nötig. Deswegen hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich dann wieder auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.